Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem kleinen Video. Gestern haben ja einige von euch mit Sicherheit Richtung Nachthimmel geschaut und so habe ich das auch gemacht. Ich habe eine kleine Timelapse mitlaufen lassen mit der kleinen Sony RX 100 Mark V mit dem 1 Zoll Sensor bei Blende f2.8 in 3 Zoomstufen. Erst weitwinklig, dann etwas mittig gezoomt und dann am Schluss habe ich dann die 70 mm ganz ausgereizt. Die Kamera hat ja den Vorteil, dass dann die f2.8 erhalten bleiben. Hier sehen wir also den Mond aufgehen mit dem Schatten, den er schon hat. Und jetzt an der Dachspitze kommt der Mars. Und jetzt kommt die ISS durchgeflogen. Das Ganze schauen wir uns noch einmal leicht gezoomt an. Und am Ende zeige ich euch noch ein paar Fotos, die ich mit dem Tele aufgenommen habe. Hier ganz lustig auch, wie das Flugzeug zwischen den beiden Himmelskörpern hindurchfliegt. Und da ist der Schatten schon vorbei. Gut, also hier geht der Mond auf. Der Mars kommt jetzt an der Dachspitze raus, hier so zu sehen. Da kommt die ISS durchgeflogen. Und für all diejenigen, für die es zu schnell ging, die müssen halt dann zurückspulen. Und hier nochmal gezoomt, wie das Flugzeug zwischen den beiden Himmelskörpern durchfliegt. Dann habe ich meine neue A7 R3 im Einsatz gehabt mit dem 100-400 G-Master Teleobjektiv. Hier bei 144 mm ISO 10.000. Unten seht ihr den Mars noch aus dem Bild heraus laufen. Ich habe das Video hier in 4K gerendert. Ich hoffe, ihr erkennt das alles noch halbwegs gut. Hier ganz rangezoomt mit 400 mm bin ich natürlich bei einer Blende f5.6 schon und belichte hier mit einer 0,8 Sekunde bei ISO 12.800. Das war das Ende der blauen Stunde und hier ist es dann schon sehr, sehr dunkel. Dann, es war ja dann, glaube ich, so gegen 11, wo die Sonne dann langsam wieder auf dem Mond draufgescheint hat. Danke, dass ihr reingeschaut habt und mir hat es Spaß gemacht, euch das zu zeigen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.